Muchachos und seid herzlich willkommen beim 1 gegen 1 gegen die Community. Mabossa gegen ein Muchacho und wir haben jetzt den Mulp Zero mit dabei. Also erstmal ein Herzchen an dich. Danke, dass du mit dabei bist. Und das ist aber kein Champ, den wir uns ausgewählt haben, sondern das ist random passiert. Und ich starte auf jeden Fall mit der Träne und gehe danach aber ganz zügig mal auf Rüstung. Ich bin schon überlegen, ob ich jetzt vielleicht schon ein bisschen auf Rüstung gehen soll. Aber YOLO! Das packen wir schon. Und am Anfang werde ich richtig auf die Schnauze kriegen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde sowas von auf die Schnauze kriegen. Aber im Late Game, denke ich mal, werde ich das zurückgeben. Natürlich gibt es auch ein Herzchen zurück. Komm. Komplett Mano. Ich habe auch relativ, na, ich will nicht sagen offensiv, aber Heal und Exhaust. Exhaust, weil es ein AD-Bruiser ist. Damit ich ein bisschen länger überleben kann. Und Heal, damit ich vielleicht ein Speer länger überlebe. Ich muss irgendwie ins Late Game kommen, dann habe ich eine Chance. Vorher werde ich zerrissen. Und jetzt, bin ich am Überlegen, soll ich die Mucke anmachen oder nicht? Ich lasse sie mal aus. Ich lasse sie einfach mal aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich sie hätte lieber anmachen sollen. Aber, hoppala, da ist er ja schon. Wieso schon? What the fuck? What the fuck? Okay, mit den Schaden habe ich selber nicht gerechnet. Okay, das war übertrieben. Ich muss jetzt anfangen, ihn mehr zu harassen. Das werde ich auch gleich machen. Er wird jetzt nicht mehr farmen können, das kann ich euch sagen. Nee, 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 mein Lieber. Okay, vielleicht habe ich doch schon Chance im Early. Er soll nicht mehr farmen können. So, weiter geht's. Ich bin zu lahm. Eigentlich baut man ja mit ihnen Rüstung und Schnelligkeit ein bisschen aus. Habe ich aber kein bisschen leider gemacht. Pantheon am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass er so squishy ist. Hat da falsche Runen drin? Irgendwas stimmt da, glaube ich, nicht. Aber nun ja, ich find's gut. Beide Level 4. Ich schluck nochmal einen Mana-Trank. Und natürlich so viel, wie es geht, mit meinen Fähigkeiten hantieren, damit ich meine Träne hostecken kann. So, und immer wenn er nach vorne... Hex? Wieso Hex? Immer wenn er gleich nach vorne kommt, dann kriegt er auf jeden Fall einen Kuh in die Schnauze. Jawohl! Hier wird nicht gefarmt, mein Lieber! Auch wenn du einer der loyalsten Muchachos bist, nächster. Ich könnte ihn jetzt Tower Dive. Und First Blood für Danny! Und perfekt zu den Zeiten, wenn die Dinger hier wieder da sind. Super! So, ein paar Fähigkeiten ansetzen, damit die Tränen hochsteckt. Und ich finde, Ryze ist eh ein kranker Bastard. Ich schaue gerade die Weltmeisterschaft und da wird auch richtig oft gespielt. Was ich aber gesehen habe, Irelia ist ein richtig geiler Ryze-Counter auf Level 6. Also das war sehr, sehr geil. Interessante Picks auch. Eben gerade wurde das erste Mal wieder Nunu ausgepackt und Kha'Zix auf der Top-Lane. Also man kann jetzt durch, durch die Meisterschaft auch wieder ganz neue Picks für sich entdecken. Und ich denke mal, viele lassen sich auch davon anstecken und wollen das natürlich auch ausprobieren. Mal wieder Nunu oder was weiß ich. Der ist ja richtig in Vergessenheit geraten. Was ich auch richtig geil finde, in fast jedem Game eine Nami. In jedem verkackten Game fast eine Nami. Ich denke mir, what the fuck, die wurde doch sonst nicht so krass gespielt. Oh, jetzt Ulti zünden! Oh fuck, ich habe zu viel auf Cooldown gehabt. Und da seht ihr mal, was Nami eigentlich für ein Potenzial hat. Geht zwar richtig viel CC, aber leider muss sie auch jeden Scheiß treffen, ne? Das ist ja auch das Problem. Hab ich! Das kann ja echt böse werden für ihn. Weil Late Game Ryze geht ja am Anfang
wirklich null ab, aber später, wenn ich dann noch Rüstung habe und den ganzen Scheiß. Das ist sein erstes Game, hat er mir gesagt, und auch mein erstes Game. Das heißt, wir sind wahrscheinlich beide nicht in unserer besten Verfassung. Und was ich euch noch sagen wollte, ihr wisst ja, Deko hatte, oh fuck, oh fuck! Nein, ich habe die ganze Zeit, ich wollte ihn vom Anfang an schon exhausten und habe aus Versehen geheilt. War gar nicht meine Absicht, aber nun ja. Was ich gerade noch sagen wollte, ihr wisst ja, dass Deko 3 Tage kein Internet hatte. Und ich habe das schon in der Lucius-Folge gesagt. Rate mal, was dem Jungen jetzt passiert ist. Jetzt ist es wirklich noch so weit gekommen, dass sein PC kaputt ist. Also stellt euch das so vor. Ihr wollt schön zocken, habt erstmal 3 Tage kein Internet. Und dann 2 Tage später ist euer Rechner am Arsch. Und denkt ihr doch, okay, wer will mich jetzt verarschen? Und so fühlt der Junge sich auch gerade. Den geht's gar nicht gut. Ohne Rechner und ohne Internet am Anfang. Es kann nur noch besser werden, Muchachos. Es kann wirklich nur noch besser werden. Und ich drücke ihm auch die Daumen, dass es natürlich ganz schnell wieder laufen wird. Ich weiß es nicht, wie lange er wieder weg ist. Ich denke mal, bis Montag hat er sicherlich keinen Rechner. Das heißt, ich bin jetzt ganz mit euch alleine. Und da ruft mich meine Freundin schon wieder an. Jetzt nicht, wenn ich zocke! So, das war ein Fehler, hier ranzukommen, mein Lieber. Das war ein Fehler! So, und bam, und bam. Das heißt, die nächsten Tage könnt ihr euch freuen auf Only Marvin! Only Mabossa! Wird eine schöne Zeit mit euch. Kein nervigen Deko. Vielleicht mache ich mal auch ein paar Folgen ohne Hausmusik im Hintergrund. Ist auch mal ganz schön, ein paar Sachen zu erzählen. So, der Pantheon schreibt schon GG. Noch ist auf jeden Fall nicht GG. Ich will mal schauen, was er sich holt. Okay, Brutalizer ist ein ganz stabiler Kauf eigentlich. Was ich besser machen würde, wenn ich als Pantheon gegen ihn spielen würde, ich würde wirklich erstmal versuchen, auch so ein bisschen ins Late Game zu kommen. Du kannst ja nichts wirklich machen. Immer wenn ich rankomme, dann kriegt er einen Coup oder was auch ich, irgendwas in die Schnauze. Das ist nämlich das Schwierige. Doch, schon wieder. Ich kann ihn einfach richtig geil runterpoken. Deswegen Rice ist ein 1 gegen 1 Bully. Ist nicht ganz fair. Aber wie gesagt, es war auch random. Und dafür sind das eigentlich ganz stabile Champs, würde ich sagen. Es hätte auch viel, viel schlimmer sein können. Also am Anfang war es soweit. Ich habe meine Ulti nicht angemacht. Nein. Am Anfang war es so, dass ich Zilean war. Und er war Nasus. Und was habe ich natürlich vergessen? Ich habe vergessen, Holy Abyss anzumachen. Das heißt, diese Map, ich habe die ganz normal 5er Map gehabt. Und das war natürlich dann wie ein Arsch, ne? Bitte nicht hochladen, es tut mir leid. Meine Freundin kommt gleich. Und wenn die hier ist und ich dann immer noch am Zocken bin, dann kriege ich sowas von einem auf den Kopf. Es tut mir leid, Mulk, ich muss es leider tun. Jawohl, auch noch meiner. Den Heal habe ich noch bekommen. Ich habe wieder 2000 Knete. Nein! Ich habe einen Minion gekuckuckt, aber es hat trotzdem gereicht. Oh mein Gott. So, pushen wir mal ein bisschen aus hier. Jetzt können wir den Tower hier einreißen. Bam! Vielleicht kriegen wir den nächsten Tower sogar noch zur Hälfte down. Aber Siege kriegen wir den zur Hälfte down. Wann ist er wieder da? Gleich ist er da. Dann sammle ich mal alle Heal-Dinger ein. Dann entweder lasse ich mich umbringen. Oder mal schauen. Irgendwas. Wie ist er jetzt? AFK oder wie? Das kann doch gar nicht wahr sein. Nee, okay. So, ich muss ihn kurz. Oh fuck! Oh fuck! Da hat er mich geshutdownt! War nicht gut von mir. Was baue ich denn jetzt mal? Rod of Ages oder Frozen Heart? Ich will auch ein bisschen Damage machen, deswegen kaufe ich mir den Kollegen. Das noch dazu und als nächstes das hier. Frozen Heart.
Und dann sollte ich eigentlich kein Damage mehr kriegen und selber on mass Damage machen. Ich habe jetzt, was, ich habe erst 95 Rüstung. Dachte, ich hätte mehr. Was hat er sich gekauft? Eigentlich, weiß ich nicht, perfekte Item. Brutalizer und Damage zu machen. Hexdrinker, um ein bisschen Magieresistenz zu haben. Das stimmt auf jeden Fall alles. So ist es nicht. So, wie viel habe ich schon? Ah, nicht mal die Hälfte. Über die Hälfte. Marbossa, der Rechenmeister. Studiert was mit Mathe und kriegt's nicht hin, ey. Zu rechnen, was ist da los? Und meine Freundin ruft schon wieder an. Die ist schon richtig, richtig gierig da drauf, dass ich hier fertig werde. So, Mob Zero, jetzt kriegst du nochmal ordentlich auf die Schnauze. So, ach, er hat sich das hier Ding genommen. Ja, ich aktiviere jetzt meine Ulti und hau ein bisschen Damage drauf. So, den nehme ich mir noch. Und jetzt heißt es, den Tower ein bisschen anknuspern. Er hat keinen Stun! Er hat keinen Stun! Und da ist sein Schild auch schon geploppt. Wir holen uns. So. Wir kriegen sogar ein bisschen Tower-Schaden, aber ist gar kein Problem. War das Wurf? Das war nicht Wurf, mein Lieber. Das war nicht Wurf. What? Holst du den hin? Bleib schön bei Papa. Hoppala. Nein, los. Nee, 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 nee. Du entkommst mir hier nicht nochmal. So, Lille, jetzt heißt es den Inhib, dann die letzten zwei Tower und dann war's es. 10 AP hat er noch, lol. Und ich glaube, es war ganz gut, dass ich keinen Flash habe, sondern Heal und Exhaust. Also, er muss jetzt eigentlich umbringen lassen, was das bringt nichts, was er da jetzt macht. Aber es ist auch eine schwierige Zusammenstellung. Vielleicht muss ich auch mal mit einem Pantheon gegen den Ryze kämpfen, das ist, glaube ich, ultimativ schwer. Weil du dir jedes Mal einen Kuh in die Schnauze fängst, wenn du farmen willst. Ja. Ich könnte ihm jetzt auch nicht sagen, was er machen soll. Ich gebe ihm das einfach mal so. Und jetzt pushe ich durch. Und weiter geht's, weiter geht's. Bam. Und jetzt ganz schnell pushen. 20 Sekunden ist er noch down. Den Tower will ich auf jeden Fall haben. So, 10 Sekunden noch. Den Tower kriege ich. Jawohl. Jetzt sammle ich nochmal ein Heal-Ding ein und dann kann ich auch schon wieder fighten. Meine Ulti habe ich ja zum nächsten Fight auf jeden Fall wieder. 10 Sekunden. Was hat er gekauft? Schwarzes Beil, okay. Auch wiederum richtig, weil ich Rüstung habe, um da ein bisschen zu durchdringen. Jetzt Exhaust, das ist OP. Also ist wirklich schwierig. Ist wirklich schwierig. Das ist so ein Matchup, was wo man schon richtig tricksen muss, um da was Gescheites hinzukriegen. Also hatte ich schon mal richtig viel Glück in meiner Champion Selection. Und ich würde sagen, für den Deko gewinnen wir das jetzt, dass er schnell wieder seinen Rechner zum Laufen hat. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, vielleicht könnt ihr noch einmal umbringen. Lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Und, oh fuck, wir sind down. Oh! Stunnerino, OP. Also ist doch noch nicht vorbei. Ich verabschiede mich immer viel, viel zu früh. Das verkaufen wir. Genau, wie viel habe ich das denn? Ich komme leider nicht mehr auf volle Stacks. Bisschen Rüstung. Dann machen wir den Sack zu. Da gehen wir noch drauf. Noch mehr Rüstung. Naja, ach komm. Guck mal, jetzt habe ich 255 Rüstung und ich mache en masse Schaden. Mein Q alleine. 210.
Plus 194 Mana. Das sind fast 410. Das ist richtig krass. Und das hat eine Halblingzeit von 2,27 Sekunden. Also Ryze ist auf jeden Fall einer der geilsten Late-Game-Champs, die ich nur so empfehlen kann. Und selbst in der Silber- und Bronze-Elo, da kann man sich locker mit Ryze hochfeeden. Oder hochcarryen. Wir machen jetzt aber ein bisschen Damagio. Komm her! Komm zu Papa! Und da ist dein Ding auch schon wieder gefloppt. So, Muchachos, jetzt aber! Tut mir leid, Mulp-Zero! Aber ich habe leider keine Zeit, noch ein Game zu machen. Du kannst dich gerne revanchieren. Ich kann dich ja das nächste Mal nochmal einladen. Und dann zeigst du es mir so richtig. Bin auf jeden Fall gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und in die Kommentare einmal für den Deko. Deko ist scheiße, weil er keinen Rechner hat. Also, Muchachos, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Gewonnen! Victory! Reingehauen!